Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Diamant Nuzlocke Challenge. Im letzten Part ist es geschehen. Wir haben es geschafft. Wir konnten Cynthia im letzten Teil des Parts besiegen. Leider nicht ohne Verluste. Wir mussten leider Wolf Eggs opfern. Es führte kein Weg dran vorbei. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Wir haben den Champ Cynthia besiegt und sind nun selbst Champ der Pokémon Liga. Glückwunsch mit einer Zeit von 53 Stunden und 31 Minuten ist schon eine Menge. Da würde ich sagen, schließen wir dieses Kapitel jetzt endlich ab. Und speichern erstmal. Sehr gut. Okay, Leute. Das war's nun. Und jetzt kommen auch gleichzeitig die Credits. Und in der Zeit möchte ich euch ein bisschen was erzählen, was wir jetzt in Zukunft noch machen werden hier in diesem Projekt. Denn es ist noch ein bisschen was zu tun. Dazu kommen wir gleich. Ach, ist das nicht schön, Leute. Der Abspann. Und wir radeln mit unserem Fahrrad in einer unglaublichen Geschwindigkeit, dass er überhaupt noch so stehen kann. Na, keine Ahnung. Dem Sonnenuntergang entgegen Richtung nach Hause Wurzelheim. Ist das nicht schön, Leute? Ich mache die Musik so gerne. Na gut, Leute. Das war nun erstmal das erste Kapitel, kann man sagen. Ja, was wir bis jetzt geschafft haben, ist eigentlich nur unsere Reise bis zur Pokémon-Liga durchzuziehen. Wir haben alle 8 Orden zusammengesammelt und nun auch die Pokémon-Liga hinter uns gelassen. Was folgt denn nun? Ihr wisst es vielleicht noch aus der Ankündigung heraus. Ich habe noch gesagt, was wir noch alles machen möchten, bevor wir das Projekt beenden können. Ich meine, das Projekt ist ja zu Ende, wenn wir die Pokémon-Liga ein zweites Mal geschafft haben. Denn beim nächsten Mal sind sie ja um einige stärker. Das heißt, Pokémon-Liga, die Top 4 und den Champion müssen wir heute nochmal besiegen. Erst wenn wir das geschafft haben, ist die Nuzlocke offiziell geschafft. Wow, unser erstes Projekt wird dann endlich erst zu Ende geführt werden. Aber dauert ja schon einige Zeit lang, ne? Muss man ja ehrlich mal sagen. Na gut. Aber was machen wir denn eigentlich jetzt? Es gibt noch ein Areal zu erkunden und das ab jetzt werden wir es auch machen. Und ich muss auch sagen, wir haben schon sehr lange keine Pokémon mehr gefangen. Ne? Das wird jetzt auch mal langsam nötig, denn wir brauchen auch dringend die Superangel, Leute. Wir haben schon so lange danach gesucht und jetzt werden wir sie endlich finden. Ich hoffe sogar schon im heutigen Part. Werden wir gleich sehen. Auf jeden Fall werden wir erstmal viele, viele Pokémon fangen. Wir brauchen ja auch einen Ersatz für Wolf X, den wir so oder so nochmal beerdigen müssen. Das muss ja auch noch kommen. Wir haben noch vieles vor uns, Leute. Boah, jetzt ist es mal richtig laut hier. Uiuiui. Okay. Jedenfalls gibt es ein neues Areal zu erkunden. Das werden wir natürlich auch noch machen. Viele Pokémon gibt es dort zu fangen und vor allen Dingen legendäre Pokémon. Denn das ist auch noch so ein Thema, was ich auch noch angesprochen habe in der Ankündigung des Projekts. Soll heißen, wir müssen alle legendären Pokémon, die man ganz normal fangen kann und die nicht als Wanderlegenden gelten, besiegen. Bei Dialga haben wir es ja schon mal gemacht, das war ja auch Story-relevant. Jetzt folgen natürlich noch viele weitere Pokémon. Ich muss überlegen, welche das alle waren. Muss ich mal zusammenzählen. Giratina gehört zum Beispiel dazu. Wen haben wir noch? Wir haben... Regigigas muss nicht unbedingt dazu gehören. Dazu braucht man ja die 3 Golems. Aber zum Beispiel die 3 Seen-Pokémon, außer Vesprit, also Turbos und Selfie musste man besiegen. Vesprit nicht, das gilt genauso wie Cresselia als Wander-Pokémon. Wer fehlt denn noch alles? Fällt mir jetzt alles gar nicht so ein. Palkia kann man hier nicht fangen. Giratina, wie gesagt, Regigigas geht nicht. Heatran natürlich. Heatran, könnte Heatran vergessen. Das werden wir auch noch besiegen müssen. Da kommt auch unser schönes Vulkanabenteuer dazu. Ja, die 2 Seen-Pokémon, Giratina, Heatran. Ja. Und schon radeln, wir radeln schon so lange, dass wir schon den nächsten Morgen haben. Mein Gott. Wir sind gut zu Fahrrad, muss man mal sagen. Was gibt's noch für legendäre Pokémon? Mir fällt, glaube ich, eins nicht an, oder? Irgendwo war da noch was. Ach, was soll's. Wir werden eh alle besiegen, das definitiv. Das ist kein Problem. Wir besiegen erstmal alle Pokémon, werden sämtliche Sachen erkunden und versuchen dann möglichst allen Orten auch noch Pokémon zu fangen. Es gibt noch so viele Orte, die wir noch eigentlich abgrasen müssen. Oh, ich sehe gerade oben links, da ist eine Pikachu-Wolke. Och, ist das süß. Ich nehme an, dass das Pikachu sein soll. Egal. Wie gesagt, es gibt noch viele Orte, die noch offen stehen, schon ziemlich lange offen stehen, aber da werden wir wahrscheinlich nie Pokémon fangen werden. Leider, leider. Aber was soll's. Erstmal werden wir gleich ganz, ganz viele andere Pokémon fangen müssen. Was steht doch alles noch offen? Gyarados zum Beispiel. Sowas wie Lanton fehlt auch noch, das hätte ich auch so gerne. Und ich habe auch schon mal geguckt, was wir in den nächsten Arealen so finden können. Da sind auch ziemlich coole Pokémon dabei. Also werden wir uns da ziemlich stark aussuchen können. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, Leute. Und wir werden natürlich auch die Chance nutzen, um viel zu trainieren mit unseren Pokémon. Bis wir dann hoffentlich irgendwann soweit sind, um dann erneut in der Pokémon-Liga anzutreten. Ich bin mal gespannt, wie lange wir brauchen dafür. Also wir brauchen natürlich ein gewisses Level. Wird also noch eine Weile dauern, bis wir das Level erreicht haben. Ich nehme mal eben noch an, dass ich noch... Ohne Stellschuppe! Dass ich noch einmal trainieren muss. Ich hoffe auch, das wird auch das einzige Mal bleiben dann. Also eine Trainingseinheit wird noch gemacht werden. So wie es aussieht. Wahrscheinlich dann kurz vor der Liga.
Und da bin ich mal gespannt, was so die Rematches machen. Da bin ich echt gespannt, ob wir die locker hinkriegen. Und Mensch, guck mal, da ist eine Stadt im Hintergrund. Und ich nehme an, es soll Wurzelheim sein, aber macht eigentlich keinen Sinn, weil es gibt kein Haus, das so groß ist. Aber ist ja nicht auch egal. Oh, ist das nicht schön, Leute. Wunderbar gemacht. Und Ende. Habe die ganzen Credits durchgesammelt, was wir jetzt noch alles vorhaben. Aber zumindest wisst ihr jetzt auch Bescheid. Also dann. Ab nach Hause. Oder erstmal ein Startmenü. Das geht natürlich auch. Moment. Ich smashe schon den A-Button. Moment. Kann gleich losgehen. Ach, wir haben schon lange nicht mehr im Menü. Zuletzt im ersten Part. Mein Gott. Ja. Pokédex 145. Da fällt mir noch ein, Leute. Was wir noch vorher machen müssen, das fällt mir jetzt ein, Leute. Wir müssen den Pokédex vervollständigen. Da fehlt noch was. Sehe ich jetzt? Hoppla. Okay. Ja, den Champ sind ja besiegt. Das haben wir geschafft, Leute. Das ist doch Wahnsinn. Und wir sind wieder zu Hause. Da, wo wir unser Abenteuer begannen. Ist das nicht toll? Ja, nun stehen wir hier mit Rufex, dem verstorbenen Pokémon. Den werden wir uns gleich beerdigen. Keine Sorge. Obwohl doch, ich hab Sorgen. Aber was soll's. So, Mutti, wir sind Champ. Hallo. Capco. Fluba war vor kurzem hier und hat nach dir gesucht. Er meinte, du solltest unbedingt nach Blitzer kommen und dort ein Schiff nehmen. Und wie immer hatte ich keine Zeit, ihn zu fragen, was er damit meint, da er wieder weggerannt wie ein geölter Blitz. Aber wie geht es dir, Kind? Kommst du gut voran mit der Aufgabe, die Professor Eibe dir anvertraut hat? Ich habe eine ganz andere Aufgabe erfüllt. Das könnte dich mehr interessieren, eigentlich. Ich war doch im Fernsehen bestimmt, oder? Hallo? Hallo alle zusammen, hier ist die Zusammenfassung des Wettbewerbs. Okay, das nicht. Martin, wow, toll. Ja, Wahnsinn, cool. Martin ist toll. So. Fluba sagt ja auch nach Blitzer, dann machen wir das mal und fliegen mit unserem toten Pokémon erstmal dorthin. So, das Areal, was ich übrigens meinte, ist das hier. Kampfareal, das Erholungsgebiet und das Überlebensareal. Klingt schon mal sehr vielversprechend. Da ist viel zu erkunden, Leute. Da wird noch einiges gemacht. Und vor allem legendäre Pokémon sehen wir da noch. Das wird cool. Auf jeden Fall haben wir noch viel auf der Agenda. Mal schauen. So, erstmal nach Blitzach und dort werden wir jetzt erstmal traditionell unser Pokémon beerdigen. WolfX, du warst nicht lange im Team, muss man sagen, aber du hast einen sehr, sehr großartigen Job gemacht bisher. Warst in der Pokémon-Liga jetzt nicht so aktiv, aber trotzdem, du bist doch ein sehr, sehr wertvoller Gefährte gewesen. Dann nehme ich dir jetzt erstmal dein Schlauglas ab. So, Moment, und dann werden wir dich jetzt traditionell beerdigen. Ich hatte gehofft, nie wieder zur Box zu müssen. Der Friedhof. Mit all unseren verstorbenen Pokémon. Auch das zweite Pilipper muss nun leider gehen. Es tut mir so leid, WolfX. Es ging nicht anders. Aber du hast deinen Zweck erfüllt. Auch das, ich hätte nie gehofft, dass ich das mal machen muss. Aber ich musste echt ein Pokémon opfern. Es tut mir so leid, Leute. Aber nun ist es soweit. Damit ist unser siebtes Pokémon offiziell verstorben. Mein Gott, Domibri, unser erstes Opfer. Danach Razor, um Gottes Willen. Und Merz und Franz, beide im Arena-Kampf um den siebten Orden gestorben. Tim und Joey, beide durch einen Kramchef-Crit, ist es unfassbar gewesen. Ich kann es immer noch nicht glauben. Und natürlich jetzt auch noch WolfX. 7 Verluste ist schon mal eine ganz stattliche Zahl. Also damit kann man eigentlich auch schon mal eine Last Lock beenden. Das ist schon mal in Ordnung. Also damit bin ich auch recht zufrieden, muss ich sagen. Ich hatte ein Ziel gesetzt ohne Verluste, das kann ich jetzt vergessen. Aber wir haben echt lange Zeit ohne Verluste hingehalten, muss ich mal echt sagen. Da war ich schon echt stolz auf mich. Ich glaube, über 40 Parts ohne Verluste. Das fand ich schon echt beachtlich von mir. Da musste ich mir mal selbst auf die Schulter klopfen. Aber dann recht nah beieinander immer die nächsten Verluste. Ich meine, es hängt auch damit zusammen, ein Pokémon fehlt, dann muss ein nächstes Pokémon eingearbeitet werden und schon bricht das Team auseinander. So einfach sieht das aus. Nun haben wir Barzi, Pazzi, Zero, Shiro und... Zero, Shiro und Present im Team. Present immer noch das längste Pokémon, was hier noch lebt. Alter Schwede, Respekt, mein Freund. Wie viel Level haben wir eigentlich bekommen? Mit Level 4. Oh mein Gott. Okay. Ja, erstmal brauche ich nicht überlegen, was wir jetzt ins Team nehmen, denn das steht schon fast fest, kann man sagen. Aber es ist keins dieser Pokémon hier. Auch Klausi ist noch das auf dem höchsten Level. Das müssten wir eigentlich jetzt ins Team nehmen, ne? Werde ich jetzt auch machen. Weil wir ein Pokémon brauchen, was fliegen kann. Ja, wir haben es ja rausgenommen, weil Wolf extra besser war. Aber jetzt ist ja Klausi hier. Das nächste Pokémon müssen wir auch wieder einarbeiten, ne? Uiuiui. Okay, Leute. Aber damit werde ich zurechtkommen. Erstmal raus hier. So, was wir jetzt zuerst mal machen, ist folgendes. Und zwar gehen wir jetzt erstmal zu diesem Schiff, damit wir noch ein bisschen Story mitbekommen. Danach geht's nach Sandgemme. Denn von dort aus werden wir jetzt ein paar Pokémon fangen. Ihr werdet es gleich sehen. Aber erstmal hierzu.
Ja, was gibt's? Soll ich dich zur Duellzone bringen? Ja, der erste Satz, den wir hier jetzt hören. Das hätten wir schon vorher machen können, also zu fragen zumindest. Aber wir hätten es dann nicht geschafft, zur Duellzone zu gehen. Aber jetzt geht's auf einmal. Also gut, lichten wir den Anker. Ja, also vorher wäre es nicht gegangen, deswegen hätte sich eine Frage nicht gelohnt. Aber mit dem Schiff von Blitzer raus geht's jetzt zur Duellzone, genauer gesagt zum Kampfareal. So, und da sind wir schon. Und da ist auch schon eine gute Flupa. Ja, Mensch, hallo. Oh, hey, Capcom, wo warst du so lange? Du machst 100 Millionen Poké-Dollar Strafe. Nee, das macht. Hör zu, ich werde der größte Trainer überhaupt. Das ist jetzt eigentlich nur ein, ja, ein Wunschdenken, aber man weiß ja nie. Und deshalb bin ich hier. Ich muss härter werden, um meine Pokémon auch. Und wer ist das hier? Hehehe, tut mir echt leid, aber das konnte ich nicht überhören. Der größte Trainer überhaupt? Ihr redet von mir, was? Ach, woher ich das weiß? Nun, weil man damit nur mich meinen kann. Also weiß, gehe ich jetzt in den Vulkan hinein. Du guckst so komisch, du weißt wirklich von nichts, oder? Also gut, ich erzähle es dir. Das hier ist die Duellzone, klar? Am anderen Ende davon befindet sich der Vulkan. Und tief im Vulkan liegt ein Schatz verborgen. Na und, dass ich nicht lache. Wenn ich den Schatz zuerst finde, macht mich das dann zum größten Trainer? So mache ich's, Capco. Hör du auch gut zu, Fremder. Ich kann mir den Schatz als Erster. Aber vorher gehe ich zum Duellturm, man sieht sich. Ah, plötzlich hier mit fremden Leuten rumlaufen hier. Rumreden, meine ich. Dieser Typ, der hat doch Hummeln im Hintern, nicht? Egal, Tag, ich bin Avenaro. Pah, diese Niete schlägt mich niemals. Und kennst du dich im Trainer-Dingsbums gut aus? Du solltest den Typen hier suchen und ihm sagen, er soll zum Vulkan ja nicht unter... Den sollen... Oh Gott, ich verlese mich hier dauernd. Er soll den Vulkan ja nicht unterschätzen. Weißt du was? Du solltest dich vielleicht auch im Duellturm in Form bringen. Ich glaube nicht, dass du sonst im Vulkan lange durchhältst. Was eigentlich nichts bringt, denn man kann da eigentlich keine Erfahrungspunkte gewinnen. Egal, bis später dann. Da hauen sie einfach ab, aber der Duellturm interessiert mich eigentlich kaum. Deswegen müssen wir mal schauen, was wir hier so sehen können. Wir sind jetzt offiziell im Kampfareal. Einen Moment. Ihr könnt es mal sehen, hier sind wir jetzt. Das habe ich gemeint und jetzt haben wir die Auswahl, ob wir jetzt Richtung Überlebensareal wollen oder Erholungsgebiet. Ich würde eher erst zum Überlebensareal gehen. Aber beides wird nicht funktionieren, denn unser Weg wird versperrt, weil wir noch keinen nationalen Pokédex besitzen. Das ist die nächste Aufgabe, die wir nutzen müssen. Tag, Trainer, hast du da einen Pokédex? Bestimmt will die Person, die ihn dir gab, dass er schnell vervollständigt wird. Ja, geilste Idee ever und deswegen lässt er uns nicht durch. Und deswegen kommen wir auch nicht zu Superangel, Leute. Die ist dahinter. Da ist ein Angler, Leute. Da ist die Superangel. Ich will sie haben. Ach, Mann. Und deswegen können wir jetzt auch noch keine Pokémon fangen. Wir müssen uns jetzt erst ins Ziel setzen, den Pokédex zu vervollständigen. Ja, anders geht es leider nicht. Na gut. Erstmal sehe ich mich hier erstmal ein bisschen um und wir sammeln ein paar Beeren. So. Und danach schauen wir erstmal genau in den Pokédex rein. Zum ersten Mal, glaube ich, auch schon im Spiel, oder? Ich glaube, schon echt zum ersten Mal in den Pokédex rein. Und es geht auch erstmal darum, zu sehen, ob wir alle Pokémon, die es hier gibt, gesehen haben. Es gibt ja viele Trainer, die bestimmte Pokémon besitzen, die wir bekämpfen konnten, die wir noch nicht fangen mussten, dringend. Wir müssen nicht alle Pokémon besitzen, wir müssen sie nur gesehen haben. Das ist die einzige Voraussetzung. Erst dann können wir uns den Pokédex holen. So. Und man sieht schon, was mir alles schon gesehen hat. Ja, zum ersten Mal sehen wir den Pokédex. So, die haben wir alle schon gesehen, allein deswegen, weil die schon im Bild zu sehen ist hier. Das mit dem Pokéball ist zum Beispiel ein Pokémon, was wir schon gefangen haben. Aber das ist ja nicht so wichtig. So. Wo fehlt denn was? Wir haben eigentlich sämtliche Pokémon-Trainer besiegt. Oh, oh, oh. Deswegen müsste eigentlich alles zu sehen sein. Außer das. Moment, was könnte es denn sein? Man guckt es hier. Riolu. Hier fehlt Riolu. Die haben noch kein Riolu gesehen im Spiel. Das wundert mich. Okay, Riolu fehlt. Die Frage ist, wo man Riolu finden kann. Man kann es. Okay, wir müssten eigentlich das Ei ausbrüten, glaube ich, ne? Ich glaube, das machen wir dann das nächste Mal. Würde ich das vorschlagen. Dann machen wir das als erstes. Und dann gibt es noch drei weitere Pokémon, die fehlen. Tja, Leute, das wiederum sind Selfe, Vesprit und Tobots. Die drei Seen-Pokémon, die fehlen. Okay, dann machen wir das doch lieber zuerst, oder? Na, es gibt ja beides. Vesprit wiederum kann man einfach nur sehen, indem wir uns mal zum See begeben. Ab dann wird es ja zum Wander-Pokémon, aber wir haben es ja offiziell gesehen. Und Selfe und Tobots, die beiden müssen wir jetzt erstmal besiegen. Das ist die erste Voraussetzung, Leute. Die Alga haben wir schon besiegen können, wie ihr sehen könnt. Okay, dann sind es ja insgesamt nur vier Pokémon, das ist ja gut. Damit kann ich ja noch leben. Dann machen wir das mal zuerst. So, zuerst nehme ich mal Riolu ins Team. So, Moment. Wir müssen mal gucken, wie wir das jetzt am schlauesten machen. Vesprit werden wir gleich mal zuerst besuchen. Und dann brauchen wir eine Taktik, wie wir dann am besten Selfe und Tobots besiegen. Was brauchen wir auf jeden Fall? Present kann ich eigentlich rausnehmen. Weil der wird sich gegen die beiden Seen-Pokémon nicht wirklich behaupten können. Aufgrund des Typens, natürlich.
Das heißt, du machst erstmal eine kleine Outside-Present. Tut mir leid. Hat nichts mit dir zu tun. Ich mag dich ja, aber es geht leider nicht anders. Was ich jetzt machen kann eigentlich, ist eigentlich, dass die hier mal aufgucken, oder? Ja, ich mach's einfach mal. Das sieht einfach besser aus. So, denn die leeren Flächen sind entweder für Pokémon gedacht, die wir jetzt schon im Team haben, oder die mittlerweile gestorben sind, leider. Aber die Reihenfolge dieser gefangenen Pokémon stimmt ja immer noch. So, dann haben wir noch einen besseren Überblick. Moment. Das Problem ist jetzt, ich sehe es gerade, scheiße, wir haben ja zwei Eier und ich weiß gerade nicht, welches Riolu ist. Okay, das müssen wir gleich mal sehen. Das setze ich mal hier hin. Hier sind die VM-Opfer, Moment. Ach, beim Reisen, okay. Das haben wir von uns erhalten, okay, das ist Riolu, alles klar. Dann weißt du schon mal Bescheid. Du kommst hier schon mal rein, wunderbar. Wir haben einen Flug-Pokémon und die vier haben wir im Team, das ist schon mal gut. Die beiden werden wir auf jeden Fall brauchen gegen Selph und Tobutz. Du kannst defensiv ganz gut aushalten, du hast den Knirscher dabei. Du kannst dabei Gena einsetzen, das ist auch nicht verkehrt. Und Shiro ist grundsätzlich nicht so schlecht. Okay, damit werden wir Riolu erstmal ausbrüten. Dann werden wir uns gleich mal um Westwood kümmern, das erstmal besuchen. Und ab dann werden wir auch Selfe und Tobus besuchen gehen, um die wiederum zu besiegen. Wie es ja die Challenge auch beschreibt. Okay, aber erstmal schaue ich mich nochmal genauer um. Ich weiß nicht, ob es hier noch was Besonderes gibt im Kampfareal. Klar, den Duellturm von hier aus. Aber ich glaube, hier gibt es sogar noch ein schönes Item zu finden. Moment. Ist jetzt nicht unbedingt hier, aber man kann sich hier grundsätzlich mal umschauen. Moment, Moment. Aber hier ging auch keine Items rum, ne? So, hier wiederum geht es jetzt Richtung Erholungsgebiet, aber auch da können wir nicht lang, weil hier auch wieder irgendwelche komischen Typen uns den Weg versperren. Warum auch immer, ich glaube, die mögen uns einfach nicht. So. Aber erstmal werden wieder schön fleißig Beeren gepflückt, haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Na gut, was soll's. Ich finde es schade, dass man jetzt noch nicht den Superangel finden kann. Das wäre so praktisch, dann können wir jetzt schon uns einen Pokémon-Fang machen. Und zwar, wie gesagt, erstmal geht es dann nach St. Gemme. Da gibt es noch zwei Wasserrouten, wo wir wiederum Pokémon fangen können, die mich noch interessieren. Einmal auf der ersten Route, das wäre glaube ich 219, da würde ich gerne ein Gyarados fangen können. Die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch bei 60%. Ansonsten haben wir eventuell Pech, bei 30% glaube ich taucht da ein Lumineon auf, was mich jetzt nicht so interessiert. Auf der zweiten Route wiederum tauchen natürlich auch Gyarados auf, klar, aber da wiederum tauchen auch Lumpy auf und die fand ich dann wiederum noch besser. Die tauchen aber wiederum nur auf Route 220 auf und nicht auf 219. Und deswegen machen wir es in dieser Reihenfolge. Duellpark 1A Training. Gehe ich mal rein. Also Plan ist, wow, willkommen im Duellpark. Gottes Willen, hier bist du jetzt zum ersten Mal, hier lang bitte. Also Plan ist Route 219, Gyarados, Route 220, Lumpy, das wäre so mein Wunschdenken. So. Da es dein erster Besuch ist, musst du dir eine Punktekarte ausstellen lassen. Die Punktekarte wird nur im Duellpark gebraucht. Hier bitte, Punktekarte halten, die wir niemals gebrauchen werden. Cool. An der Rezeption gleich hier neben mir erfährst du mehr über die Punktekarte. Von mir aus kannst du Informationen über Einrichtungen des Duellparks bekommen. An der Rezeption mir gegenüber werden dir die Regeln des Duellparks erklärt. Viel Glück. Ja, brauche ich nicht. Tschüssikowski. So, da ist der Duellpark. Hier gibt es noch viele andere Trainer, aber die kämpfen nicht. Aber hier gibt es noch Items und die sind recht wertvoll. Wie zum Beispiel ein Schafzahn. Das konnte, glaube ich, flinchen, ne? Ich meine schon. Ich meine, warum nicht? Wenn ich denn mal ein schnelles Pokémon bei mir habe im Team, also Shiro ist glaube ich noch das schnellste Pokémon mit Present zusammen, die beiden sind glaube ich die schnellsten, ja. Barzi, Monod und, also Parsi, Barzi und Zero sind ja nicht gerade schnell, deswegen können die kaum vom Schafzahn Gebrauch machen, weil sie nicht flinchen könnten, nie im Leben. Deswegen ist es bei schnellen Pokémon sinnvoller. Okay, aber macht es Sinn euch einem von dem, was du das zu geben? Eisentafel für Lichtkanone, Schafklaue grundsätzlich zum Critten, das für die Kraftwelle und das grundsätzlich um schneller zu sein, noch besser. Bleibt erstmal so. Okay. Dann fliege ich mich jetzt mit dir erstmal hier nach Zweibdorf. So, den Surfer haben wir auch noch im Team. Oder? Wir haben keinen Surfer mehr. Scheiße, WolfX ist ja tot. Shit. Wir haben keinen Surfer mehr, habe ich vergessen. Dann machen wir es anders. Oh Gott, ich muss nochmal zurückfliegen. Scheiße, das fällt mir jetzt ein, denn ich brauche den Surfer. Sonst können wir nicht zu den Inseln mitten im See gelangen. Das fällt mir auch jetzt auch auf. Das ist natürlich sehr praktisch. Geil. Ach, wir haben schon lange nicht mehr hier. Mensch, Mensch. Okay. Nehmen noch ein anderes Pokémon ins Team, was wiederum Surfer kann. Ich möchte ungern jetzt Mordor dieses Surfer beibringen. Wer kriegt das jetzt? Morbol, komm. Dann mach du das jetzt. Dann werde ich jetzt dich jetzt mal rausnehmen. Ja,
Du hast eh schon am meisten Erfahrungspunkte, das heißt, du kannst auch erstmal auf die Box. Wunderbar, da kannst du beim nächsten Mal Surfer lernen. Moment, das mache ich jetzt nochmal on screen. Das mache ich noch und dann würde ich sagen, beenden wir mal den Part. So, kriegst nochmal Surfer. Und im nächsten Part, Leute, machen wir uns dann auf zum See der Wahrheit. Wir werden dort Westbrook besuchen und da uns den Pokédex-Eintrag holen. Und währenddessen werden wir hoffentlich noch Riolo stiften, das wäre ziemlich cool. Irgendwann mal. Zwischendurch müssen wir dann Selfe und Turbos besiegen, damit die auch im Pokédex auftauchen. Und dann ist wirklich dann auch alles Chico. Wenn die Riolo dann stiftet, haben wir alle Pokédex-Einträge und können uns den nationalen Pokédex holen. Und erst dann kann es weitergehen, um dann auch die Superangel zu kriegen. Das ist aber der Plan, Leute. Ihr wisst Bescheid. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und auf Wiedersehen.